Einen wunderschönen herzlich willkommen bei Yannick Vlog TV Kanal. Was wir heute erleben, das erfahrt ihr gleich. Von der Gamescom kenne und dann werde ich noch zu einem Store hingehen. Ihr alle wisst wahrscheinlich schon Bescheid. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe euch ein bisschen ein paar Bilder eingeblendet. Ich habe euch nicht die Personendatei aus Datenschutzgründen. Und ja, wir gehen hier weiter zu Felix von der Laden und muss ein bisschen hier aufpassen, dass ich hier nicht überfahren werde oder überrollt werden oder überrannt werde von Personen. Ja, wir gehen hier mal
einfach mal weiter und sehen uns dann gleich bei Felix von der Laden. So Leute, wir sind angekommen und haben eine sehr, sehr, sehr lange Schlange. Frag mich nicht warum, aber ich zeig sie euch mal. Ich versuche eine Timelapse zu machen. Und damit niemand wackelt, nehme ich schon mal einen runter. Gleich nach diesem. Hier warten wir. Ach, Pause. Ja. Ja. Dankeschön. Ist das für mich? Ja. Ach, krass. Danke. Was steht hier noch drauf? Darf im Video gezeigt werden. Ja. Darf gezeigt werden. Mhm. Dankeschön. Was hast du denn uns hier geschenkt? Am Weihnachten. Ach so. Ja, erst Weihnachten nochmal, klar. Ich habe noch nicht aufgemacht. Ja, wir haben noch keinen Weihnachten. Nee. Der 22. Genau, der ja. Letzte Tag vom Spätdienstag. Wie war deine Woche? War sehr, sehr, sehr viel alles. Also 8 Tage hatten wir hier im Store. Ja. Und gerade jetzt am Wochenende, also die ersten beiden Tage und heute wieder, war sehr, sehr voll. Aber das hat Spaß gemacht, mit allen Leuten zu sprechen. Das erste Mal so ein normales Geschäft zu haben, dann konnte man die Leute ein bisschen beraten und dann konnte ich so die Sachen, die man so als normaler Einzelhandelskaufmann macht, mal so ein bisschen lernen. Und das macht mir immer Spaß. Und dann noch zu hören von Leuten, die von weiter weg kommen, dass sie sagen, die sind extra hergekommen, das ehrt einen natürlich. Und ist einfach ein cooles Gefühl. Wir haben auch für Spielchen viel gelernt, weil, weißt du, wenn du halt den ganzen Tag Leute hast, die in die Umkleidekabine reingehen und sagen, okay, das sitzt so, das sind einfach so viele Kleinigkeiten, die wir auch für unsere neuen Sachen jetzt hier wieder gelernt haben. Und deswegen, also war auf jeden Fall ein voller Erfolg und wir haben viel positives Feedback bekommen, was sehr schön ist. Ich verfolge dich hier auch schon sehr, sehr, sehr lange. Ja. Ich glaube auch schon 2 Jahre. Zweimal haben wir uns schon mal auf der Gamescom getroffen. Ja. 2017. Da war ja Kamera viel. Also wieder? Ja. Da hast du, hatte meine Kamera dabei und du hast erstmal da nicht kapiert, dass die Kamera läuft. Ja, ja. Jetzt läuft sie auch gerade neben mir an, ja? Das werde ich hier auch noch machen. Wenn Paul das hier ganz gut macht, hier als sein Ersatzkameramann. Und 2018, dieses Jahr, war ich natürlich auch auf der Kamera. Auf der Gamescom? Auch der Gamescom. Ja. Mit der Ausstattung. Ja, dann habe ich wahrscheinlich gesehen, dass es läuft, ne? Ja.
Wenn ihr auch irgendwas erzählen, du hast eine Frage, oder? Was hast du in 5 Jahren vor zu machen? In 5 Jahren? Boah, das weiß ich nicht genau, aber ich hoffe, dass ich immer noch Spaß habe an den Sachen. Also vor 5 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier unser eigenes kleines Geschäft haben und dass ich Rennen fahre. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was dann passiert, aber ich hoffe, dass ich dann immer noch Sachen habe, die mir einfach so viel Spaß machen, wo man immer aufstehen kann und Motivation haben kann. Hier. Danke. Und ich glaube, da möchte jemand durch. und ja, also wenn ich weiter Rennen fahre zum Beispiel, wäre das mega cool. So, dann kam... Hast du noch mehr Fragen? Ja. Okay, schieß los. Moment. Die erste Frage. Wer von... Keine Ahnung, liegt echt hier einfach mal. Ich sehe es, ja. Wie ist er zu YouTube gekommen? Seit wann macht er das und was ist sein erstes Video? Ich bin zu YouTube gekommen vor 7,5 Jahren. Also ich muss halt vor 7,5 Jahren bin ich zu YouTube gekommen. Aus Langeweile und mache seitdem alles mögliche an verschiedenen Sachen. Immer wieder was Neues. Und versuche einfach die Freude, die ich habe, an Sachen zu teilen mit anderen Leuten. Und das, ja, mache ich in meinen Videos. Und die andere Frage. Sofort wir time. Brauchen das UFO wieder. Brauchen wir das UFO? Ja, aber halt die Zeiten, weißt du, war eine coole Zeit im UFO, ja. Aber man muss halt nichts für immer. Und wir haben viele gute Erinnerungen dran, viele Videos, in denen man die Erinnerungen ja. anschauen kann. Und jetzt gibt es eben andere Sachen. Ja. Nö, nee, passt. Okay. Und die letzte Frage, die versteht selber überhaupt nicht. Also ich verstehe sie aber. Was ich von Pforzheim halte. Ich war ja einmal in Pforzheim, als wir die Doku gedreht haben. Und ich finde, dass es eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Mhm. Und da läuft mit Sicherheit auch nicht alles perfekt, aber in vielen Städten läuft nicht alles perfekt. Und ich meine, Pforzheim als Stadt an sich ist super cool und gibt auch sehr viele nette Menschen da. Ja. Oh. Bruder, was für ein Verarsche? Was war das denn? Aus dem Auto? Nein, der von Auto. Aus dem Auto. Ich schwöre, ich hoffe, Kennzeichen ist drauf. Das habe ich noch nie erlebt. Und bin noch nie auf dem Weg. Das kann gut sein, ja. Tschüss. Danke dir auch, mach's gut, ciao, ciao. So Leute, ich war jetzt beim Spielkindstor und alle Leute schauen mich ein bisschen an. Ja, soll mir da gerade super egal sein. Sound nimmt laut immer noch auf. Vorhin habe ich ja den Felix interviewt. Nee, und am Ende kam ein Auto, das hat irgendwie da rumgespritzt, was ich irgendwie auch sehr, sehr komisch fand. Ja, aber ich laufe hier dann locker und fahre jetzt erstmal zum Saturn und da
holt dann mein Papa mich ab. Und ja, und ich verabschiede mich damit erstmal bis zum nächsten Mal bei Yannick Vlog TV Kanal und Let's Play und Studio TV. Tschüss.